In 3 Minuten geht eine Bombe hoch. Stell dir vor, du gehst an einem Freitagmorgen ans Telefon und hörst diesen Satz. Genau das ist dem Pförtner des Dornier-Werks in Immstadt am Bodensee im Juli 1986 passiert. 3 Minuten später gibt es eine große Explosion. Auf dem Parkplatz vor dem Entwicklungsgebäude der Firma explodiert eine Autobombe. Am Unterboden des gestohlenen VW Polo waren mehrere Kilogramm Sprengstoff in einer Haushaltsgasflasche befestigt. In der Nähe finden die Ermittler ein RAF-typisches Bekennerschreiben. Die Rote Armee-Fraktion, auch RAF genannt, war eine terroristische, linksextremistische Vereinigung in Deutschland. Nach der Gründung im Jahr 1968 verübte die Gruppe bis in die 90er Jahre Attentate und Anschläge, bei denen 35 Menschen ermordet wurden. Ziel der Terroristen war es, die Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik zu zerstören. Beim Anschlag in Immstadt wurde glücklicherweise niemand verletzt. Gemeinsam mit der Bevölkerung sucht die Polizei in den Tagen nach dem Anschlag nach Hinweisen. Erfolgreich sind die Ermittler allerdings erst einen Monat später. Im August nimmt die Polizei die Terroristen der RAF in Rüsselsheim fest. Einige Jahre später werden die schuldigen Terroristen zu vielen Jahren Haft verurteilt. Wer die Bombe in Immenstadt allerdings in das Auto einbaute und den Pförtner anrief, konnte von den Gerichten nie abschließend geklärt werden.